Hallo zusammen, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Wie ihr vielleicht hier schon sehen könnt, geht es heute um Iconic und es geht aber nicht nur um Iconic, denn wie ihr im Titel vielleicht auch schon gelesen habt, besuchen wir heute einen sehr bekannten und sehr erfolgreichen Springreiter, denn wir fahren einmal zum Felix Haßmann. Wir fahren einmal hoch jetzt nach Münster, gucken uns die Sättel vom Felix mal an, denn Iconic selbst ist auch vor Ort, also der Sebastian von Iconic, und die haben dort ein kleines Fotoshooting und dann haben wir gesagt, komm, wir können das Ganze miteinander verbinden, denn die Sättel von Felix, die wurden jetzt schon eine Zeit lang geritten, die mussten oder müssen jetzt auch mal wieder überprüft werden und ich werde mir das Ganze mal angucken vor Ort und dann werden wir vielleicht hier und da was anpassen, aber ja, das könnt ihr alles gleich im Video sehen. Viel Spaß! Okay, um das Pferd geht es jetzt, das soll ich mir einmal angucken? Ja, genau. Okay. Hast du da irgendwelche Probleme mit dem Sattel per se? Nö, eigentlich grundsätzlich nicht. Nee. Okay. Ist ein relativ langes Pferd. Also grundsätzlich gucken wir einfach nur, was wir optimieren können. Ja, genau. Können. Okay, warte mal, dann. Oh mein Gott. Perfekt machen wir. Ja, genau, das haben wir runter. Warte noch. Okay. Also vorne an sich ist er eigentlich ganz gut. Ich würde dir vielleicht über die Mitte noch so ein bisschen anheben. Ja. Das ist einfach so ein bisschen dünnes Pad quasi. Genau, also du hast das. Das hast du immer drunter von Iconic? Das habe ich meistens drunter, oder? So ein ganz normales Fell. Gib mir das gerade nochmal bitte. Packen wir das mal mit drunter. Oh, einfach ein Lammfell. Ja, okay. Das ist heute eigentlich Taco. Ja, hier. Einfach da in der Mitte, da ist er ein bisschen platt geworden jetzt über die Zeit. Da würde ich dir wieder ein bisschen was mit reinführen, aber nur ganz sachte, sodass sich von deinem Sitz jetzt nicht viel verändert. Okay. Aber dann liegt er einfach nochmal einen Zacken besser. Und ich würde dir vielleicht hinten ein ganz kleines bisschen anheben. Ja. So. Ja, dass er gerade liegt. Genau, dass er einfach wieder schön im Balance liegt. Das ist einfach jetzt das, was über die Zeit platt geworden ist. Okay. Ja, nee, aber den passe ich dir gleich einmal an. Ah, sehr gut. Sollen wir uns direkt das nächste Pferd anschauen oder soll ich den erst machen? Was ist dir lieber? Wir können doch erst den nächsten noch anschauen. Okay, weil ich gucke immer gerne so zwei, drei an. Ja. Dann polze ich die in einem Schwung und dann packen wir sie danach noch mal kurz drauf. Mal gucken, wenn wir. Neue, den kannst du ruhig wegmachen eben. Was? Den kannst du ruhig wegmachen eben. Den hier? Ja. Captain ist in der Box, ne? Hä? Captain steht hinten in der Box, ne? Captain steht ja hinten in der Box. Ich werde nur mitten, okay, in der Mitte ein bisschen polstern, hinten ein ganz kleines bisschen anheben. Aber jetzt ist abgewaschen. Weil es hier so ein ganz kleines bisschen gebrückt hat, aber wirklich minimal. Das ist wirklich nur Feintuning. Ich glaube, ich habe den meisten ein bisschen breiteren drauf. Nehmen wir den mal ab. Okay. Dann lass uns den mal angucken. Hast du da auch noch irgendwie ein Fell oder sowas drunter? Oder? Ja, ich habe meistens Fell drunter. Okay. Ja. Das ist schon mal gut. Ja, aber da ist, sag mal, da ist es eigentlich fast das gleiche in Grün. Ja. Der ist auch ein bisschen platt geworden hinten. Und in der Mitte fehlt ihm minimal was. Oder ist der zu breit für den Überpasser? Also mit Fell finde ich ihn gut. Jetzt ohne Unterlage würde ich ihn ein bisschen zu breit finden. Aber mit Fell brauchst du die Weite eigentlich, weil sonst. Ja, gucken wir mal die Polsterung hier. Ja, da können wir auch noch mal ein bisschen nachholen. Ich werde den Gesandten einfach noch mal ein bisschen höher polstern, dass du halt quasi wieder, sag mal, fast auf Ursprungszustand kommst. Ja. Dass einmal wieder frisch ist. Wirkt ihn mal ein bisschen. Ja, vorne, also ich werde vorne auf jeden Fall noch ein bisschen was mit dazu polstern, weil sonst. Wenn er nämlich ein bisschen hochkommt, das ist zwar jetzt übertrieben dargestellt, aber dann sieht er schon echt breit aus vorne. Das Eisen an sich würde ich aber drin lassen. Ich mache es über die Füllung, okay, dass ich dir da wieder was reinpolster. Dann mache ich mir eben mal schnell ein Foto als Gedankenstütze. Zack, okay. Ja, dann kann der auch runter. Sollen wir uns noch einen dritten anschauen? Oder? Ja, und ist die Fuchsstute, die wir gerade Foto machen, die ist eigentlich richtig. Ja, okay, dann polster ich die beiden erstmal. Juti, so, wir haben uns seine Sättel ja gerade einmal angeguckt. Die sahen ja soweit ganz gut aus, aber ist ja normal über die Zeit, da ist ja auch Wolle drin mit in den Sätteln. Das Ganze setzt sich einmal ein bisschen zusammen und wenn man sich das jetzt hier unten anguckt, ist der halt hier vorne einfach schon ziemlich platt. Ja. So hier in der Mitte geht's, aber der ist halt einfach schon ja gut platt geritten. Weiß nicht, wann hast du den das letzte Mal polstern lassen von Sebastian? Das ist schon länger her. Wird auch oft gebraucht. Ja, das glaube ich. Die war wirklich so eine Allzweckwaffe. Ja. Dauerallzweckwaffe und dann, ja. Schön ist ja, was ich immer wirklich auch schätze bei den Iconic-Sätteln,
dadurch, dass da auch noch Latex unten mit drin ist, selbst wenn die Wolle jetzt mal so ein bisschen platter geworden ist, hast du halt nicht so das Problem, dass es irgendwie direkt gar nichts mehr da ist. Also es ist ja auf null, können sie ja nie gehen. Dann bleibt es noch weich. Genau, also es ist halt nach wie vor immer noch was da. Und jetzt, wenn du jetzt einen anderen Sattel hast, wo das nicht drin ist, hast du dann schon teilweise das Problem, wenn du den jetzt, sag ich mal, gut und gern durchreitest und das Polster einfach platt ist, dann ist halt irgendwann wirklich nichts mehr da. Okay. Und das Problem hast du halt bei denen hier nicht. Ich erkläre es meinen Kunden eigentlich immer so, es ist wie so ein eingebautes Gelpad, was da noch mit drin ist. Es dämpft halt nochmal zusätzlich. Das hilft ja allgemein auch. Ja. Aber so an sich kommst du ja, schätze ich mal, gut klar mit den Sätteln. Ja, sehr gut, ja. Dann sind ja eigentlich noch nie Probleme. Das ist gut. Ja. Aber auch bei dem anderen, bei dem Balance, gucken wir dann auch mal, finden wir auf jeden Fall eine Lösung. Also ich habe schon einen Plan, wie gesagt, das gucken wir uns dann gleich mal zusammen an, weil du hast ja gesagt, der hat immer so ganz leichten Vortrieb, dass das so ein bisschen nach vorne... Ja, so ein bisschen dicken Bauch, sag ich mal, und vorne schmal in der Schulter. Ja, das ist, also das ist halt immer bescheiden. Und ein bisschen überbaut auch noch. Ja, 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 also da will er förmlich alles nach vorne. Ja, ja. Aber auch dafür werden wir eine gute Lösung finden. Bin ich mir sehr sicher. Ich hoffe. Klar. So, und ich verteile jetzt erstmal die Wolle, die hier drin ist. Schiebe das jetzt erstmal so nach und nach nach hinten. Weil da ist ja auch Schafwolle mit drin. Das, was wir dabei haben, ist auch Schafwolle, sodass es wirklich alles wieder schön gleichmäßig ist. Und macht ihr den quasi einmal wieder so frisch, wie er vom Werk aus war. Und dann haben wir da eigentlich keine Probleme mehr. Geht ja relativ einfach, wenn man es kann, ne? Ja, also wenn man es kann und wenn man es weiß, wie es geht. Die Kunden sagen auch schon immer, das sieht ja ganz einfach aus. Das hätte ich auch selbst machen können. Du musst halt wissen, wann du was machst. Genau. Das ist mit fast das Wichtigste. Ja, nicht, dass du es ungleichmäßig hast. Genau, das ist auch nicht weiter. Was zum Pferd, was jetzt ein Problem ist und wann du was ändern musst und in welche Richtung. Ja. Weil du kannst halt wirklich mit Kleinigkeiten echt viel bewirken. Ja, das ist echt so. Also das ist teilweise nur, ich sag mal, bestes Beispiel, wenn das Pferd jetzt ein bisschen aufgebaut hat oder abgenommen oder wie auch immer, du nur eine Kammerweite am Kopfeisen veränderst, hast du ja schon einen riesen Effekt hinten raus. Ja. Wenn du halt da was falsch machst oder dann halt was änderst, weil du denkst, oh mein Pferd, der Sattel ist zu eng, ich mach den Sattel mal weiter, weil du kannst es ja theoretisch selbst ändern bei dem Sattel. Mhm. Und dann habe ich Kunden, die ändern dann das Kopfeisen, sagen wir, eigenwillig, weil sie meinen, das Pferd ist breiter geworden, der Sattel drückt vorne, machen das Kopfeisen weiter und ja, dann hast du das ganz große Problem, der war vorher eventuell schon zu weit und hat dadurch auf die Schulter gedrückt, weil der halt einfach keinen Halt mehr hatte. Wenn du dann noch ein größeres Kopfeisen reinhaust, dann ist halt das ist noch extremer, das ist noch schlimmer als vorher. Ja, oder es gibt ja auch viel falsches Denken, sage ich mal. Oft, wenn die Leute meinen, dass ihr Sattel zu eng ist, ja, weil er zum Beispiel jetzt auf dem Widerrist aufliegt, dann meinen die Leute, sie müssten den Sattel weitermachen und bräuchten eine Kammer weiter. Ja, aber das ist eigentlich die falsche Richtung. Du brauchst den ja hoch. Enger. Genau. Der nämlich zusammenkommt, der Sattel, und höher kommt. Es ist ja auch, dann hat er wieder mehr Platz. Das ist so ein richtiger Trugschluss. Und manchmal musst du einen Sattel enger machen oder halt nachstellen, um mehr Platz wieder zu kriegen. Ja, ja. Weil wenn der Sattel sich von selbst nicht tragen kann, dann geht's ja komplett in die Hose. Ja. Da ist manchmal so ein falsches Denken. Ja. Ja. Oder wenn du selber als Sattler sagst, hey, wir haben deinen Sattel jetzt enger gestellt, dann ist oft erstmal Alarmglocken beim Kunden. Warum enger, ne? Aber genau das ist das Richtige. Ja. Wenn es ja auch ein Widerriss drückt, dann geht's auch nicht. Ja, das stimmt. Das gab es ja früher öfters mal, dass die mal Widerriss gedrückt haben, ne? Aber da hört man eigentlich nichts mehr von. Heutzutage. Oder fast gar nicht mehr. Ja. Bei manchen siehst du schon manchmal noch so. Ich glaube, das Problem, was früher damit war, dass die Sättel auf dem Widerriss lagen, ist heute, dass das Sattel auf die Schulter rutscht. So. Ja. Ein bisschen von der Thematik, schätze ich. Also würde ich jetzt mal sagen, weil das ist mir halt ein richtig geläufiges Thema, dass ein Sattel ein bisschen nach vorne rutscht oder zu stark auf der Schulter hängt. Das hat es jetzt früher nicht so. Wobei man ja auch sagen muss, die Pferde haben sich auch krass verändert im Vergleich zu früher. Ja. Aber da hat ja insgesamt, sag ich mal, in der Sattelanpassung oder auch im Bewusstsein der Reiter hat schon viel Änderung stattgefunden. Mhm. Ja, ja, da. Da wird mehr drauf geachtet. Die Leute sind besser informiert. Teilweise ist es aber auch ein Nachteil. Wenn du jetzt einmal einen Kunden hast, der meint, er weiß quasi, wie es geht. Und aber das Ganze halt nicht so, also sich nur so auf einen Teil beschränkt, sagt, okay, die Schulter muss frei sein, Schulter muss frei sein und dann auf Teufel komm raus, die Schulter frei haben will, aber dann dafür alles andere irgendwie hin runterfällt und kippt, ist auch nicht immer so gut. Ja. Es gibt ja auch manche Pferde, da haben wir auch schon alles Mögliche ausprobiert, durchgeguckt oder wie auch immer. Oder die Kunden haben einen Sattel, den ich anpassen soll und sind auch nicht bereit, einen anderen zu kaufen. Da kannst du halt manchmal auch nur den Weg des geringeren Übels gehen. Also dann musst du irgendwie ein Ausschlussverfahren treffen. Geh mal einmal die Ja.
Aber hier oben, das ist, wenn ich jetzt, wir kommen ja aus Frankfurter Gegend. Ja. Das ist was ganz anderes, so die ganzen Gebäude, wie hier alles aufgebaut ist. Ja, hier das ist viel schon schöner. Ländlich, sag ich mal. Ne? Ja, ja. Frankfurt ist ja eigentlich das Großstadt halt krasse so. Krasse Gegenteil. Ne? Ist alles zugebaut. Ist auch schön, aber anders. Genau, genau, ist anders. Okay, ich lebe lieber ein bisschen auf dem Land, ehrlich gesagt. Ja. Glaube ich, habe in der Stadt noch nie gewohnt, aber. Ja. Das nehmen wir, glaube ich, zu viel Verkehr und alles. Ja, klar, das ist schon, also es, wie gesagt, wir sind jetzt auch nicht direkt Frankfurt, aber trotzdem auch so die Kleinstädte drumherum, das kannst du mit hier halt nicht vergleichen. Nee, nee. Ist es bei dir so, dass du, hast du für jedes Pferd quasi einen eigenen Sattel oder hast du auch einen Sattel, den du auf mehrere Pferde legst? Auf mehrere auch. Okay, okay. Ich habe ja, wir haben ja fast 25 Pferde zum Reiten. Mhm, kannst du okay. Nicht für jeden eigenen Sattel. Klar, das stimmt. Da können wir immer nur, sagen wir, ein gutes Mittelmaß finden, ja, aber... Genau. Wisst ihr, was das angeht, schon echt gut aufgestellt jetzt. Ja, früher immer mit Pets oder was weiß ich nicht, dann zu tauschen. Ja. Okay, ich habe jetzt alle, kann man verschieden ja, bei den Sätzen, ja, ich ja. Habe, dass man da ein bisschen ja, das ist gut. Individuell tauschen kann. Ja, erzähl mal was zu den Pferden, die wir gerade angeguckt haben. So, was sind das für Pferde? Ja, was, sind eigentlich haben jetzt die so, was haben die so für Erfolge, was laufen die so? Ja. Den einen, den wir gerade als erstes hatten, war Chaquinos. Das war der andere Sattel, ne, den ich als ja, genau, genau, den ja. Wir als nächstes machen. Und das ist ja, wird mein bestes Pferd im Moment, glaube ich. Der soll jetzt in 2 Wochen Nationenpreis gehen, hat schon cool. Große Preise gewonnen. Wo ist Nationenpreis? So. In Dänemark, Uga Hallne. Okay. Nicht schlecht. Da geht er erst einmal. Mit guten Kunden von mir, Japanern. Mhm. Cool. Erstmal schön Sport gehen, das ist sehr gut für mich. Ja. Auf jeden Fall, klar. Und der andere auch jetzt für den Sattel hier, Captain America. Mhm. Der, ja, fast gehört ja. Japaner, die in Amerika wohnen. Mhm. Ja. Ne, den haben die selber mal geritten, habe ich ihn wiederbekommen zum Reiten. Das ist auch jetzt schon richtig viel gewonnen. Gerade jetzt Corona, habe ich ein bisschen Pause gemacht, weil eh nicht so viele Turniere waren. Ja, klar. Und jetzt soll er wieder anfangen und auch schwerer gehen. Da habe ich nur ein paar kleine Turniere geritten, aber jetzt hoffe ich, dass es richtig losgeht und dann, dass wir dann einen Top-Entschluss haben. Auf jeden Fall. Haben wir den Sattel noch einmal fit gemacht und dann genau. Kann ja eigentlich nichts mehr schief gehen. Oh, eigentlich nicht. Wir müssen nur noch gut reiten. Ja, genau. Ja, das stimmt. Welchen hatten wir noch eben? Wir hatten jetzt die 2 und Balance halt. Ja, und Balance, die kommen noch, die haben wir schon als... Wie alt ist die jetzt? Die ist 14 jetzt. Mhm. Die haben wir auch schon als Fohlen, haben wir die gekauft. Ausgebildet und ja, die hat eigentlich alles schon. Die war Aachen platziert und Nürtenhagen der großen Preis gewonnen. Mhm. Cool. Ja. Wie viel Platzierungen, ja, wie soll ich sagen, über 1 oder ab 1,40, wie viel Platzierungen hat die ungefähr? Boah, das kann ich überhaupt nicht sagen, ehrlich gesagt. Keine Idee. Die hat schon richtig viele Ranking-Springen gewonnen, großen Preis gewonnen und das kann ich gar nicht nachvollziehen. Okay. Auch gut. Ja. Also mehr wie die meisten hat es auf jeden Fall gewonnen. Ja, schon gut. In der Nachbarschaft gekauft. Ja, in der Nachbarschaft gekauft? Ein Züchter hier, ja. Also 10 Kilometer von hier. Okay. Aber Glück gehabt, bei Zacki, den ich damals geritten habe, Vollbruder. Okay, das ist ein Vollbruder. Ja. Entdeckt er jetzt. Und dann Catch Me, mit dem wir vorhin Fotos gemacht haben, ist quasi Balance die Tante von. Ja, also, ja genau. Alles Verwandtschaft. Das ist interessant. Ja. Ein guter Stamm. Und gibt es da jetzt noch Nachzügler aus der Richtung so? Ja, wir haben jetzt noch. Ja, direkt ist von Balzacki haben wir jetzt noch ein paar Nachkommen, die auch jetzt 6-jährige Älteste hat auch schon M platziert. Und dann, ja, es kommt noch ein Junge nach, auch aus der Vollschwester wiederum, da haben wir einen in der Zucht und von dem Stamm haben wir ganz viele, deswegen können wir leider mit Balzacki selber auch nicht mehr decken. Ja, das ist dann zu doll, aber er ist gut.